Freunde, seid ihr bereit für die Rematches im letzten Part von Omega Rubin Brudis? Ja, Freunde, herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Omega Rubin Brudis. Ja, wir werden jetzt nochmal die ganzen Pocket League Rematches machen. Das heißt, wir machen jetzt die komplette Top 4 noch einmal, weil jetzt sind die Pokémon nämlich noch stärker von den Leuten. Und ja, wir fangen gleich mit Snow an im Team. Und ja, hörst dich, wie sich eine Tür schließt und so weiter. So, jetzt fangen wir mit den Rematches an, Freunde. Und ich fange mit Snow an, weil dieser Typ ist ja Ulrich und wie ihr wisst, ist er ein Unlichttrainer. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Champ. Denn jemanden, der so stark geworden ist wie du, müssen wir bestimmt nicht in Watte packen. Das ist besonders erfreulich, da Treu uns den Top 4 Schlüsselsteine hat zukommen lassen. Mit anderen Worten, meine Pokémon können jetzt auch die Mega-Entwicklung durchführen. Das wird sicher ein heißes Tänzchen werden. Okay, das wird jetzt spaßig, weil die können jetzt auch Mega-Entwicklungen machen. Ich bin mal gespannt, Mann. Eurokex. Was ist das denn für ein Viech? Was ist... Oh, die haben auch 6 Pokémon, Mann. Oh, Mann. Oh, man. Viel zu stark. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie jetzt so übertrieben stark sind. Scheiße. What the fuck, Digga? Genau, Bams. So langsam müsste es jetzt sterben. Oh, scheiße. Gut, Doppelkick, jetzt stirb. Nein! Genau, Bams. Wie viel zieht das dann überhaupt ab? Das ist fast gar nichts, Mann. Okay, Freunde, wir machen jetzt erstmal Mega-Entwicklung. Und dann Doppelkick. Wir haben keine andere Wahl, Freunde. So, komm. Oh Mann, sind die stark, ey. Okay, Freunde, wir werden es doch in 2 Parts dann unterteilen, Freunde, weil leider mein Speicher dann dazu nicht ausreicht. Tut mir leid, Freunde, für die jetzt die dachten, jetzt kommt ein mega übertriebener Part, aber jetzt, das wird nichts mehr, Freunde. Das wird einfach nichts mehr, Mann. Oh, sehr geil. So, jetzt mache ich erstmal Top-Genesung auf dieses Pokémon. Oder Hypertrank eher gesagt. Alter, wie mies das ist. Genau, Hypertrank. Genau, Brody. Digga, das zieht viel zu viel ab, Mann. So, dann müsste jetzt Aerokex erstmal sterben. Sehr schön. Okay, Freunde, die Rematches sind auf jeden Fall ein richtiges Brett, Mann. Das ist eine richtige Challenge, Freunde. Gut, Gyarados ist gelevelt worden. So, Temposchub wirkt, das ist sehr schön. So, Griffeldis, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Flug-Pokémon, okay. Da mache ich Flammenwurf und hoffe, dass es brennt. Zieht sogar einigermaßen viel ab und Sturzflug. Nein! Verdammt! Oh man. Aber wir können noch überleben. Also wenn wir jetzt Flammenwurf machen, dann müsste es jetzt tot sein. Sehr schön, es ist jetzt tot, Freunde. Oh man, ey. Da mache ich noch meinen Hypertrank. Ich habe ja so viele. Oh Mann, Alter. Puh, viel zu krass. Tingolist. Dagegen habe ich so geile Chancen. Also da mache ich einfach einen Flammenwurf und das passt schon. Da mache ich jetzt erstmal noch Hypertrank auf den Typen drauf. Damit er jetzt voll geheilt ist und dann einfach einen Flammenwurf, würde ich sagen. Und dann ist er tot. Mogelieb, wie viel zieht das ab? Nicht viel, okay, das ist schön. So, Temposchub wirkt, das ist geil. So, mein Pokémon ist Level 69. Komm, Flammenwurf. Bams. Schön, es ist effektiv gegen den. Damit ist Tangolis erstmal tot. Wir hätten jetzt schon 3 Pokémon besiegt, glaube ich zumindest. Torpedo. Okay.
Daraufhin beschwöre ich jetzt Frizzleberg rein. Komm, Frizzleberg, zeig mal, was du drauf hast. Oh, Alter, Freunde, wie kann das nur so schwer sein? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Okay, Freunde. Ladungsstoß. Gut. Oh, richtig, es ist gestorben mit einem One-Hit. Sehr schön. Okay, was hat er noch? Level 70, nice. Finde ich jetzt richtig cool. So, was ist Absol? Was war Absol? Was aber Absol? Was aber Absol? Ach, das Viech. Okay, Ladungsstoß. Machen wir einfach nochmal. Das ist nur ein Unlicht-Pokémon. Also, damit ihr Bescheid wisst. So, ich versuche ihn jetzt erstmal zu paralysieren. Geil, es hat sogar geklappt. Das heißt, wir haben ihn jetzt auf jeden Fall schon mal besiegt. Was? Was ist das denn bitte? Gut, wir haben ihn jetzt erstmal getötet. Weil wenn er paralysiert ist, fangen wir als erstes an, so gesehen. Und sehr schön, dass er jetzt tot ist. Gut, jetzt hat er nur noch ein Pokémon. Also Ulrich hat nur noch ein Pokémon. Noch ein Absol, okay. Das heißt, wir benutzen jetzt auf jeden Fall Snor. Die Mega-Entwicklung von Snor, die einfach nur richtig Bombe aussieht, man, Freunde. Okay. Oh, Mann. Okay, dieses Mal mit Doppelkick. Oh, scheiße. What the fuck? Absol Need, Mann. Okay, es ist tot auf jeden Fall. Auch wenn es Mega-Entwicklung hätte. Sehr schön. Damit haben wir Ulrich besiegt, Freunde. Oh, erstmal einen Schluck trinken. Sorry, aber es muss sein. Es war eine echt harte Challenge, Mann. Na sowas, schon wieder verloren. So, sorry, ich muss jetzt trinken. Alter, verzeiht mir, aber das war echt ein Bombenfight, ey. Wow, du spielst wirklich in einer anderen Liga. Doch, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Immerhin warten die anderen schon. Das weiß ich, Bruder. So, Freunde, hier gibt's nämlich noch was Komisches. Also irgendwie so eine Mythe, so eine Videospielmythe. Und die möchte ich euch auch nicht unentdeckt belassen. So, die benutzt natürlich Geister-Pokémon. Was benutzt man da am besten als Metagross? Weil wir haben Spukball mit denen drauf. So, Freunde. Okay, Freunde. Na dann. Let's go. Ich hätte schon auf dich gewartet. Diesmal habe ich ein paar neue Tricks für dich auf Lager. Sei auf alles vorbereitet. Schaut euch jetzt mal ganz genau... das hat man nicht gesehen, oder? Ich glaube, das sieht man auch gar nicht im Frame jetzt genau. Das sieht man überhaupt nicht, Freunde. Das ist ja das Blöde. Deswegen konnte ich es euch nicht so genau zeigen. Nämlich sitzt auf diesem Stuhl dann ein Geistermädchen. Damit ihr Bescheid wisst. Ein Geistermädchen, Motherfucker. Was soll sie meinen? Richtig creepy, Mann. Und es taucht ja auch in X und Y auf. Das ist einfach nur mega krass. So, Spukball. Zieht ziemlich viel ab. Scheiße. Okay. Alter, mein Metagross ist auf jeden Fall das stärkste von allen. So, die Top-Genesung bringt dir auch nicht viel, man. Sondern stirb mal. Hoffentlich Volltreffer. Natürlich nicht. Aber die Spezialverteidigung sinkt. Das heißt, wenn er jetzt nochmal Top-Genesung macht. Ja, okay, gut. Es wäre so oder so gestorben. Also völlig egal, ob es Top-Genesung gemacht hätte oder nicht. Weil Spezialverteidigung ist gesunken und. Da wird es ein One-Hit auf jeden Fall. So, 76, nice. Okay. Drift Zap. Was ist das denn bitte? Ich belasse es jetzt dabei mal. Oh, das ist das Ballon-Pokémon, das Kinder entführt. Oh Mann, oh Mann. So, dann Mega-Entwicklung und Spukball. So, Freunde, wir brauchen die Mega-Entwicklung.
Wir können zwar nur einmal die Mega-Entwicklung durchführen, aber Metagross lohnt sie sich am meisten, weil der hat ja was gegen alle Geister-Pokémon. Scheiße! Zieht aber nichts ab. Gut. Weil die Initiative sinkt dadurch und das ist nervig. Okay, gut, aber ist immer noch schneller. Sehr schön. Dann ist Drift Zeppeli tot. Finde ich super. Dann hat sie nur noch 4 Pokémon, glaube ich. Okay, Schwalbers Level 65. Level 67, geil. Skelabra, kenne ich nicht. Was ist das? Ah, das Pokémon, okay. Benutzt mal wieder Spukball. Hoffe auf einen One-Hit, aber ich glaube eher weniger. Oder? Nee, auf keinen Fall. Scheiße. Scheiße, wieso kann das Flammenwurf, Mann? Scheißviech, ey. Okay, viel zu stark, Mann. Aber dafür hat McCurry King nämlich Unlichtattacken drauf. Das passt schon. Da kann er mich den auch töten irgendwie. Mit einem Knirscher. Reicht sogar. Okay, und what? Alter, das hat eine geile Fähigkeit. Flammkörper ist eine coole Fähigkeit eigentlich. An sich. Okay, schön. Zwirfens. Nee, wollen wir nicht wechseln? Wir können ja wieder Knirscher draufhauen. Was macht eigentlich Erzwinger? Ich verstehe das immer noch nicht. So, wie viel zieht Knirscher ab? Nicht viel. Nein! Oh, what the fuck, Mann. Da hat er einfach keine Chance mehr zu überleben. Das ist einfach so. So, Gyarados. Ich weiß nicht, was ich hier gegen dieses Viech machen soll. Aber ich mache einfach einen Surfer. Ich habe nämlich gar keine Attacken mehr, die sehr effektiv gegen dieses Pokémon sind. Deswegen muss ich jetzt normale Attacken... Und es kann natürlich Donnerschlag. Warum auch nicht? Warum nicht? Warum kann das wohl kein... Warum kann das wohl kein Donnerschlag? Meine Fresse, ey. Muss ja immer so eine Scheißattacke drauf haben, ey. Okay, das einzige Pokémon, was sicher wäre, wäre Snor wahrscheinlich. Boah, ist die stark, ey. Die ist richtig stark, Mann. Flammwurf, du Viech, man. Und jetzt verbrenn bitte. Und es überlebt natürlich mit einem KP. So, stirb jetzt, du Viech. Natürlich setzt es Top-Genesung für dieses fette Viech ein, Alter. Das geht mir auf die Nerven. Das ist so ein Viech. Das ist doch schlimm. Dödem. Oh, Freunde, ey. Komm, komm, komm. Volltreffer, bitte. Natürlich überlebt er noch. Was ist Bürde? Ach, das ist diese Attacke da. Die zieht aber nicht viel ab. Schön. Okay, Zwirfins ist auf jeden Fall tot. Das ist super. Oh man, ey. Viel zu krasse Pokémon, ey. Traunmagil. Nee, nicht wechseln. Och Gott. Och Gott, oh Gott. So, ich benutze jetzt erstmal Beleber. Auf Metagross. Weil Metagross ist auf jeden Fall das beste Pokémon, das ich gewünscht habe. Also, er ist auf jeden Fall das Beste. Scheiße! War ja klar, dass ich jetzt irgendwie sterbe hier. So, Metagross. Bist du in der Megaform oder? Nee, der ist nicht in der Megaform. Kann er zur Megaform werden? Auch nicht mehr oder was? Soll der Scheiß? Wieso fängt denn der an? Das ist doch scheiße! So, da habe ich keine Wahl. Belebe auf Metagross und dann muss ich Übertrank auf den machen irgendwie. So, Spukball macht es immer zu, das nervt übelste. Fritzel überlebt, dann bist du cool. Ach, du bist ein Viech, Mann. Da muss ich ja wohl Schwalbos einsetzen, hab keine Wahl, Mann. So, Übertrank drauf.
Ich hätte niemals gedacht, dass es so sch... Okay. What the fuck? Oh! Sauber, Junge. Mach Notsituation, Notsituation. Warum nicht? Ach, scheiße, Mann. Das war ja eine normale Attacke. Bin ich dumm, Mann. Scheiße. Och, Notsituation wäre so jetzt gut gewesen, ey. Jetzt habe ich keine andere Wahl. Ich muss jetzt hoffen, dass ich jetzt so langsam ihn töte. Natürlich macht er Spukball. Ist ja so klar, Mann. Überleb! Gut. Es hat überlebt. Okay, Spezialverteidigung ist gesunken. Sehr schön. Da mache ich jetzt erstmal einen Hypertrank wieder mal. Hab keine Wahl, Mann. Donnerblitz, sehr gut, dass du diese Attacke machst. Also überlebe ich noch wenigstens. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch Spukball irgendwie draufhauen. Und ohne, dass mein Metagross stirbt. Bitte überlebt, Mann. Sehr geil. Jetzt ist das Viech auch tot. Boah, ist das verdammte Viech stark, ey. Viel zu stark, Alter. Viel zu stark, Mann. Oh, Mann, ey. So, Beerus. Warte. Scheiße. Viel zu stark, Mann. Was ist Schmarotzer? Oh, Mann. Mann, was habe ich für eine Wahl? Gar keine eigentlich. Ich muss irgendein Pokémon wieder beleben. Was könnte ziemlich gut sein gegen dieses Viech? Kampf! Stimmt. Logok, sowas von. Ja klar, dass es stirbt jetzt. Metagross hat einfach keine Chance mehr gegen Snowsobiris. Okay, Schmarotzer könnte gegen Snor gar nichts ausrichten, weil es ist eine Unlichtattacke wahrscheinlich. So, jetzt erstmal heilen. Komm. Sehr schön. Okay, wie viel zieht denn Schmarotzer ab ungefähr? Ne, Dunkelklaue, was ist das denn jetzt? Zieht da fast nichts ab, Mann. So, dann Doppelkick, wie viel zieht das denn ab? Hä, willst du mich ver... Ach, das ist so eine gemeine Kombo. Das ist ja auch noch ein Geist-Pokémon, stimmt. Wie gemein das einfach ist. Ich kann ja gar keine Kampfattacke machen, da ist ein Unlicht und Geist. Falls ich eine Kampfattacke mache... Oh mein Gott, Sobiris hat so die gut, die beste... Besten Typ-Entwicklungen, Mann. Besten Typen. Typ-Kombination überhaupt, Mann. Da muss ich Flammenwurf anscheinend machen. Es ist ein Geist und Unlicht. Da es ein Geist-Pokémon ist, kann Kampf ihn nichts ausmachen. Obwohl es seine Schwäche ist eigentlich, wenn es Unlicht wäre. Oh Mann. Und da es ja Geist und Unlicht ist, hat es keine Schwäche gegen... Doch, eigentlich schon. Es hat eine Schwäche gegen Geist, aber... Aber nicht gegen Psycho oder sowas. Ich habe nichts anderes erwartet. Oh, schade, schon wieder verloren. Aber meine Pokémon und ich haben mit vereinten Kräften gekämpft und so das Band zwischen uns weiter gestärkt. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Willst du dann besser sein oder was? So, hier ist nämlich noch ein Mädchen gewesen. Die sitzt nämlich hier. Okay, wir werden jetzt erstmal unsere Pokémon heilen müssen. Krasser Scheiß, Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob diese 19 Beleber noch irgendwie, 18 Beleber irgendwie noch reichen oder die ganzen Tränke da. Das könnte gar nicht mehr reichen, Mann. Curry King brauche ich auf jeden Fall am meisten, da bin ich mir sicher. Dann brauche ich noch Snow am meisten.
Garados am meisten. Und Metagross. Und Fritzl. Schwalbers brauche ich gar nicht, fast gar nicht, Mann. Ich weiß auch gar nicht, wieso das überhaupt Teammitglied wurde. So, Frosina fängt immer mit so einem Viech an, das Eis und Wasser ist. Soweit ich weiß, deswegen tue ich jetzt auch Fritzl in den Kampf. Und let's go. Ich habe sehnsüchtig auf deinen Trainer gewartet, in dessen Herz das Feuer der Leidenschaft lodert. Denn ich will sehen, wie so jemand gegen den frostigen Hauch der Mega-Entwicklung ankommen möchte. Okay. Schön, dann bist du ja richtig bei mir. So, Frosina. Döp, döp. Ne, das ist ein pures Eis-Pokémon. Okay, da habe ich scheiße angefangen, Mann. Ich habe scheiße angefangen. Ich muss ja mit Snor anfangen. Scheiße, natürlich kann es Erdbeben, Mann. Nein, das mache ich Doppelkick. Och, ich bin so dumm, Mann. Ich bin so dumm. Kein Wunder, dass ich jetzt hier verlieren werde, bestimmt. Ich bin dumm einfach nur. Erhängt mich bitte. Wobei, es ist eine Schwäche gegen den. Wusste ich nicht mal. Scheißfähig. Das Neue ist tot, Mann. Was soll denn das Scheiß hier? Mann! So eine Scheiße, ey. So, Hammer Arm. Okay, war mir klar, dass du es jetzt machst. Gut, machen wir Hammer Arm. Natürlich wäre das so eine miese Attacke einfach nur. Komm, jetzt mach Hammer Arm, Mann. Meine Fresse. Muss doch nicht daneben gehen jetzt, oder? Oh, nice. Ist mir so scheißegal, ob die Initiative sinkt, Mann. Oh, man. Ich tue Schwalbers rein. Einfach als Opfer, weil ich brauche das sowieso nicht. Ach stimmt, ist ja noch ein Flug-Pokémon, ne? Ich benutze jetzt Beleber auf Snor. Das ist klar. Natürlich trifft Blizzard. Wieso nicht? Wieso sollte es nicht treffen? So unlogisch. So, es ist auch noch im Flug, soweit ich weiß. Deswegen werde ich jetzt erstmal Fritzl benutzen. Ladungsstoß. Scheiße. Aber es macht nur Hagelsturm. Gut. Fritzl könnte ihn auf jeden Fall töten. Warum wehrt es die Attacke ab, Mann? Kann auch nicht dein Ernst sein jetzt, oder? Viech. Oh, natürlich geht Blizzard nicht daneben. Komm. Warum? Ach, das ist noch ein Geist-Pokémon, glaube ich. Stimmt. Ach, das ist gar kein Fluken. Ach, ich bin dumm wie Scheiße, Mann. Fritzl ist jetzt umsonst gestorben. Super. Dann hole ich jetzt einfach mal Kirby King noch rein. Und mache jetzt Knirscher. Natürlich Blizzard! So unlogisch! Wieso tue ich auch Kirby King rein? Ich bin so dumm, Mann. Ach, ich habe sowas von verloren. Ich hätte den Sieg überhaupt nicht verdient, Mann. Überhaupt nicht, Mann. Ja, natürlich. So, stirb jetzt, du Viech, ey. Nervenviech, ey. Sowas von fett, ey.
Bei Metagross wird es nichts ausmachen. Okay, perfekt. Tue ich Metagross rein. Und muss jetzt wieder Fritzelberg beleben. Okay. Belebe auf Fritzelberg. Genau. Und nee, Surfer hat es drauf, okay. Zieht aber nicht viel ab. Aber auch ein Volltreffer, okay. So, Hypertrank. So, Fritzel muss natürlich erstmal vollgeheilt sein. Wenn du jetzt überlebst, Metagross, dann bist du super cool. Sehr geil, und dann mache ich jetzt erstmal noch eine Art normale Attacke, irgendwelche. Psychokinese oder sowas. Genau. Vielleicht ist es verwirrt, wer weiß. Nee, ist es nicht, okay. Gut, jetzt ist es auf jeden Fall geschwächt für Fritzel. Super, und jetzt töten wir das Viech erstmal schön. Gut. Ich mache Ladungsstoß. Ich habe Schiss, dass Donner nicht trifft. Ladungsstoß trifft auf jeden Fall und ist aber leider kein One-Hit halt. So, überlebt bitte. Krass geil. So, jetzt macht er bestimmt Top-Genesung. Genau, wusste ich's doch. Also, die macht Top-Genesung. Und jetzt müssen wir noch einen Ladungsstoß drauf haben und dann noch eins. Und dann ist es tot, das Viech. Bitte wird. Okay, schade. Es sollte paralysiert werden. Aber naja, ist tot. Super. Okay. Oh Mann, Alter. Okay. Was ist Galadwino? Was ist das, Mann? Genau, das war das Eis. Okay, wir machen jetzt Hypertrank. Auf Snor. Und dann machen wir schön erstmal einen Flammenwurf. Das müsste ihn töten. Ein Strahl zieht fast gar nichts ab, Mann. Davon habe ich gar keine Angst. Ich habe nur noch einen Flammenwurf. Okay. Hoffe, du stirbst dadurch. Sehr schön. Jetzt haben wir noch, Flammenblitz oder sowas drauf. Aber das müsste ja sogar noch mehr abziehen als dieser Flammenwurf. Seberio. Ich behalte das drin jetzt, das Viech. Genau, das ist nur so ein Eisbär. Habe ich keine Schiss von diesem Viech. So, Flammenblitz. Wie viel zieht das ab? Genau, es zieht ziemlich viel ab. Krasser Scheiß, aber ich bekomme halt dadurch sau viel Rückstoß. Seht ihr? Ziemlich viel. So, 400 Tor. Okay, jetzt muss ich nur noch einmal noch Flammenblitz machen und das Viech ist auch tot. Bekomme zwar ziemlich viel... oh mein Gott. Bekomme zwar ziemlich viel Schaden, also Rückstoß dafür. Aber dafür haben wir halt auch gewonnen, hoffe ich zumindest, weil das ziemlich viel abzieht. Es ist tot. Wir haben diese Frosina erstmal besiegt. Und wir leben sogar noch mit Snor. Oh Mann. Es ist ganz schön heiß hier. Okay. Dein Ziel ist es wohl auch, in meinen frostigen Herzen für Tauwetter zu sorgen, wie? Doch, sei es drum. Begib dich zum nächsten Mitglied der Top 4. Draga wartet gewiss schon ganz ungeduldig. So, Freunde, wir werden gleich den Part beenden danach. Also nach Dragan. Jetzt werde ich erstmal dorthin mich begeben. Also wir werden erstmal Dragan besiegen und dann werde ich den Part erstmal beenden. Da muss ich natürlich wieder ein bisschen warten, bevor ich gegen Troy kämpfe. Und da machen wir weiter im nächsten Part mit Troy. Sorry, Freunde, aber dann ich muss das leider so machen, weil ich habe keinen Speicher mehr und so. So, Beleber. Okay, Hypertrank brauchen wir auf jeden Fall auf Curry King und auf Snor.
Sonst brauchen die anderen nichts. Nee, ich belasse das jetzt so dabei. Und jetzt, Freunde, muss ich Garados als erstes machen, weil der ist ja ein Drachentrainer. So, dann let's go. Da bist du ja endlich. Meine Pokémon und ich werden dir jetzt zeigen, aus was für ein Holz wir geschnitzt sind. Der Beste ist nochmal in dich. Und gib mir anschließend eine Kostprobe von deinem Können. Okay, der letzte der Top 4, Freunde. Danach kommt der Champ Troy. Aber wir sind jetzt der Champ schon. Schon klar. Aber dieses Mal haben wir sogar Eisstrahl auf Garados. Und nicht nur das, sondern wir haben jetzt auch noch irgendwie... Ach, was laber ich da für eine Scheiße, Mann. Das ist der letzte der Top 4 auf jeden Fall. Und da gehen wir... dann kommt der Troy. Dann kommt Troy. Wir sind ja schon Champ. Aber Troy ist natürlich der Beste von den Top 4. Und ist so gesehen der Top 5. Ich nenne ihn einfach jetzt Champ, der alte Champ oder sowas. Okay, Drachenpuls. Ich ziehe das ab. Zwar ziemlich viel, aber nicht... Tötet mich nicht, das ist gut. So, Altare müsste jetzt tot sein. Geschichte, sehr schön. Gut. Dann hat er nur noch 5 Pokémon. Sogar das übernimmt alles. Tandrak. Behalte ich erstmal drin. Ah, genau, das ist das Viech da. Das war auch, glaube ich, eine Pflanze. War es auch ein Pflanzen-Pokémon oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Scheiße! Natürlich muss das sowas drauf haben, ey. Muss sein, ne? Wichsviech, ey. So, jetzt machen wir Drachenklaue. Sehr schön. Oh, das war sehr schön. Och nee. Das ist auch ein Gift. Das ist ein Gift-Pokémon. Okay, ist auch egal. So, was kommt jetzt dann als nächstes? Sedra King. Dabei halte ich das mal drinnen. Und benutze einfach eine Drachenattacke. So, Drachenklaue, genau. Wie viel zieht das ab, Brody? Ziemlich viel sogar. Und natürlich hat das Eisstrahl drauf. So ein Wichsviech, ey. Überlebt bitte. Ach, natürlich. Das ist halt das Problem von diesem Pokémon, Mann. So, komm, Fritzelberg. Bin ich schneller als das Viech, bitte? Sehr schön, jetzt ist es tot. Geil. Oh Mann. Okay, gut. Wir wechseln das Pokémon nicht. Wir beleben jetzt erstmal dann Garados. Das neue Level 72, schön. Maxax. Was ist das dann? Ah, das kenne ich sogar. So, belebe auf Garados. Ja, ich wusste, dass es eh Erdbeben kann. So, dann kommt Garados. Zeig deine wahre Macht. So, Bedroher wirkt schön. Eisstrahl, wie viel zieht das ab? Natürlich hat das Drachenklaue drauf, aber das müsste noch überleben, 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 überleben. Sehr schön. Jetzt machen wir noch einen Hypertrank auf Garados. Das ist aber viel zu mächtig, Mann. Auf Garados, genau. Hypertrank, das muss sein. Oh Mann, ist das schwer. Okay. Oh Mann. Ziemlich viel eigentlich. So, ungefähr 80, da müsste es... Och, Wichsviech, ey. Dein Ernst? Ja, unfair. Hoch, Million, ey. Ja, komm, Alter, nö. Zählt für mich überhaupt nicht als... zählt nicht. Zählt gar nicht für mich. Beschiss. Mir scheißegal. Ich mache jetzt Flammenblitz, du Wichsviech, ey. Und Loggerknied. Ich bin wütend. Du fettes Viech, ey.
Scheiße. Bitte überleb, bitte überleb, bitte überleb. Sehr schön, geil. So, Max Sachs, töte dich. Töte dich, du Wichsviech. Natürlich macht er das. Was ein Wichser, ey. So, nochmal Flammenblitz. Sehr schön. Okay, Freunde. Gegen Dragan haben wir auf jeden Fall fast gar keine Chance mehr. Okay, Freunde. Hammerarm muss jetzt treffen, Freunde. Okay. Gut, es heilt sich. Sehr schön, dann machen wir jetzt erstmal Hammerarm. Es muss treffen, Freunde. Scheiße. Das ist ja gar nicht effektiv gegen den Mann. Da machen wir Eisenschädel jetzt. Scheiße! Scheiße! Überleb! Oh, geil, sauber, Junge. So Eisenschädel-Bams. Und yes! Max Sachs ist tot, Mann. Oh Mann, ey. So ein krasses Viech, ey. So ein krasses Teil, ey. Lebeldra. Scheiße. So, Beleber, Freunde. Das Viech ist nicht so stark gegen Eisstrahl zum Beispiel. Ja, natürlich kann es Flammenwurf. Das müsste mit einem One-Hit tot sein. Bei Eisstrahl. Ich hoffe, es kann keine Donnerattacke. Das wäre so schön. Weil sonst sind wir tot am Arsch. Ich riskiere das lieber gar nicht. Und mach gleich einen Hypertrank auf Garados. Was ist das denn? Okay, jetzt machen wir Eisstrahl. Gut, keine Schrei, ist nicht so schlimm für mich. Nur Verteidigung sinkt, ist jetzt auch nicht so übertrieben schlimm. Solange der Eisstrahl ihn one-hittet. Wobei, er macht es ja nicht mal. So, komm, Eisstrahl. Okay. Bams! So, damit hätten wir Lebeldra besiegt. Ich habe immer noch Schiss, Mann. Brutalanda, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe voll Schiss vor diesem Viech. Komm, Garados, überlebt, Mann. Aber ich glaube, das kann Donner. Da bin ich mir sowas von sicher. Wir haben verloren, Freunde. Oh Mann. Dann geht's hier erst im nächsten Part weiter wieder. Ich werde jetzt wieder bis zu Ding spielen, Dragan. Und ich speichere einfach gar nicht, oder? Warte mal. Ach Gott. So, jetzt muss ich alles verkaufen, Mann. Alles, was ich nicht mehr brauche. Oh Mann. Oh Gott.
Warte, ich muss was kaufen. Mehr Übertränke, warte mal. Übertränke haben wir. Nicht genug. ...30 Reiche. Oh Mann, ey. So, Freunde, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Also, ich werde wieder bei bis zu Dragan spielen. Und dort werden wir weitermachen. Bis gleich. Also, bis zum nächsten Part, Freunde. Haut rein. Ciao.